Ja, steigen wir ein in das spannende Thema, das uns jetzt die letzten 1,5 Jahre sehr belegt hat. Und der Titel der Folie, Neudenken, anders handeln, das hatten wir heute ja eigentlich auch zum Thema. Irgendwie war schon mal alles und es gilt aber auch immer wieder, neue Impulse zu setzen. Was kann ich verändern? Und man kann ja nicht immer im Alten stecken bleiben. Es gab schon früher Seuchen, mit denen die Menschen umgehen mussten. Dann habe ich mal so eine kurze Übersicht über die Endemie, wird in der Medizin gesprochen, wenn praktisch Fälle einer Krankheit in einer gewissen Population in einer begrenzten Region auftreten. Das haben wir heute noch, zum Beispiel Typhus in Teilen von Afrika oder die Cholera in Afrika, die Malaria in Afrika und anderen Südamerika, Südostasien. Das sind also diese typischen Endemien. Die Menschen müssen lernen, mit denen irgendwann umzugehen und die Reisenden müssen eben Vorkehr treffen. Dann die Epidemie, auch Seuche genannt, ist ein zeitlich und örtlich begrenztes, vermehrtes Auftreten von Krankheitsfällen einheitlicher Ursache innerhalb einer menschlichen Population und entspricht damit einem großen Ausbruch einer Krankheit. Und dieser Begriff ist nicht auf Infektionskrankheiten beschränkt. So, und jetzt haben wir eine Pandemie. Die Pandemie heißt, das ganze Geschehen läuft weltweit ab. Und jetzt wird es spannend. Wir haben heute schon das eine oder andere von der WHO gehört. Also am spannendsten finde ich immer die Definition von Gesundheit nach der WHO. Wer kann sie sagen? Der Zustand völliger Gesundheit in praktisch allen Bereichen, körperlich, seelisch, geistig, sozial. So, demnach sind wir ja alle irgendwo angeschlagen. Das ist schon das Erste. Und dann muss man sich jetzt wirklich auch mal diese Liste anschauen, also wer sich da interessiert, was die jetzt so an Epidemien und Pandemien aufzählen. Das ist wirklich spannend. Da ich aber so ein ganz positiv orientierter Mensch bin, möchte ich mich jetzt viel lieber auf das fokussieren, nämlich die Geschichte vom Mutaflor. Wer kennt Mutaflor aus der Apotheke? Doch einige, ja. Ein wunderbares Probiotikum, sind jetzt, glaube ich, genau 105 Jahre. Das hat so eine spannende Geschichte. Als ich die zum ersten Mal gehört habe, das ist schon so lange her, die hat mich so berührt. Nämlich, dass ein Arzt, waren Söldnergruppen und die hatten alle die Ruhe und sind da reihenweise gestorben. Aber es gab einen Söldner, dem hat alles nichts ausgemacht. Der war total stabil und gesund. Und dann kam ein Arzt auf die Idee, von dem sein Mikrobiom praktisch was abzunehmen, um daraus wieder ein Präparat zu entwickeln, das die anderen stärkt. Das heißt, der hatte einfach eine unkaputtbare Gesundheit. Eine wunderbares, also ein super Mikrobiom, man sagt ja immer so gesund wie seine Bakterien. Und der konnte das leisten. Und dieses Mittel ist heute noch, also wenn es bei mir um der Eid geht, dann empfehle ich unheimlich gern Mutaflor. Und da sehen wir doch mal aus der Geschichte, wie einfach gedacht und wie tragfähig diese Dinge sind. Die großen Dinge sind immer einfach. Aber ich finde es eine schöne Geschichte. Leben ist lebensgefährlich. Ja. Viren, Bakterien und Pilze. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal beim Allereinfachsten an. Die Pilze, ja, die kommen eigentlich überall vor, auf unserer Haut, in der Luft und überall. Und die meisten kennen Hautpilze, Nagelpilze, das sind so die ganz häufigen. Aber
Im Prinzip sind die immer um uns rum. Und auch hier gilt, wie tragfähig, wie stabil sind unsere Barrieren, dass wir im guten Gleichgewicht mit dem leben können. Ja, und gegen Pilze, wieder vom Pharmazeutischen her, was gibt es dagegen? Die Antimykotika. Also man kann auch etwas tun. Dann haben wir die Bakterien. Das sind eigentlich, die sind ein Vielfaches größer als die Viren, die wir ja noch gleich angucken, in allen möglichen Formen. Und das sind einzellige Lebewesen, die sich selbst versorgen. Und was können wir gegen Bakterien machen? Wenn es hart auf hart kommt, dann müssen mal Antibiotika her, gegen das Leben. Also das sind Lebewesen und dagegen kann man was tun. Aber bitte dran denken, kommen wir nachher auch nochmal drauf, wenn man gegen das Leben arbeitet, sollte man sofort auch an seine lebenden Darmbakterien denken. Wir sind ja unsere Bakterien. Wir sind unser Mikrobiom. So, und jetzt der Unterschied zwischen Bakterien und Viren. Ja, das ist eine Art von Krankheitserreger. Die können krank machen, aber damit war es das schon. Mehr haben die eigentlich überhaupt nicht gemeinsam. Die Viren enthalten mit ihren Nukleinsäuren das Programm zu ihrer Vermehrung und Ausbreitung, besitzen aber weder eine eigenständige Replikation noch einen eigenen Stoffwechsel und sind deshalb auf den Stoffwechsel einer Wirtszelle angewiesen. So, was heißt jetzt das? Im Prinzip, man hat ja schon gesagt, Viren sind die Motoren der Evolution. Auch wir brauchen Viren in unserem Umfeld, um immer wieder unsere Immunabwehr zu stärken. Also das ist wirklich wichtig, dass ich denke immer, man sollte hier auch wirklich schon mal anfangen, Angst rauszunehmen. Das darf alles irgendwie sein, aber eine gesunde Abwehr gehört einfach dazu. So, jetzt gibt es natürlich jede Menge Abwehrsysteme. Und keine Angst, ich will die jetzt nicht hier hoch und runter behandeln, weil dafür reichen 45 Minuten wirklich nicht. Aber an dieser Stelle, ich werde noch mehr Buchempfehlungen am Ende einblenden, aber hier ist wirklich das Buch von der Rosina Sonnenschmidt erwähnenswert, besonders lobenswert. Also wer wirklich diese Vorgänge noch nie verstanden hat und alle mal verstehen will, das hat also hat sie wirklich wunderbar beschrieben. Unsere ja, vielen Abwehrsysteme, ich habe das drum so aufgezählt, angeboren und erworben, humoral und zellulär, Blut, Magen, Darm. Wir haben ganz oft pH-Verschiebungen, wir haben im Magen nicht mehr genug Magensäure, was zum Beispiel auch wieder, was von außen kommt und nicht ganz sauber ist, abtötet. Die Darmflora ist oft nicht in Balance, was ja auch bekannt ist. Wir hatten vor ein paar Jahren, hatten wir Leben mit den Rhythmen der Natur, ein ganz, ganz spannendes Thema. Man hat herausgefunden, dass gerade die industrialisierten, die hochtechnisierten Länder, die Menschen haben ein umso schlechteres Mikrobiom. Dort ist sozusagen der Rhythmus am meisten gestört. Wir haben hier auch Gangstörungen, nehmen bei uns rasend zu. Und wenn man jetzt so etwas urigere Völker anguckt, die noch naturverbundener leben, ja, die haben Rhythmus im Blut und die sind auch abwehrtechnisch oft sehr viel anders aufgestellt. Also ich finde solche Dinge immer spannend, dass man sich die mal auch vor Augen führt. Woher, es gibt viele Einflüsse, die uns so begegnen. Dann die ganzen äußeren Barrieren, Hautkrankheiten nimmt extrem zu. Haut ist ein Thema Abgrenzung. Ja, weshalb werden wir immer durchlässiger? Oder der Tränenfilm, ganz arg wichtig, auch das Auge muss geschützt werden von außen. Deshalb sollte der Tränenfilm
stimmen. Dann der Punkt Blut-Hirn-Schranke. Das ist ein ganz großes und spannendes Thema, vor allem auch, wenn es dann um das Thema Impfungen geht, nämlich die Zusatzstoffe machen oft eine Veränderung, dass auch die sozusagen eine Blut-Hirn-Schranke überwunden werden kann. Und das macht Probleme. Die Impfstoffe selber sind es ja gar nicht, sondern oft Adjuvantien, also Zusätze. Und drum, ich bin noch eine Generation, wir hatten auch Impfungen, die waren bestimmt auch nicht lustig, aber das waren Einzelimpfstoffe, die waren also lange nicht so hoch konserviert. Und heute mit diesen Vielfachimpfungen ist natürlich auch eine Herausforderung für einen Organismus, wenn er gleich so viel kommt. Von daher, wir sind hier in einer neuen Zeit. Wie gesagt, ich lehne jetzt die Impfung nicht in Bausch und Bogen ab, sondern ich denke mir immer, es wäre eben besser, man könnte das mehr verteilt bringen oder auch, wenn bei Kindern schon einmal die eigene Immunabwehr gut ausgebildet ist und nicht so früh. Aber wie gesagt, das soll nicht unser Thema sein. Genau. Was haben wir noch? Wir sind ja moderne Menschen, wollen auch diese Technik alle nutzen. Der ein oder andere, der vielleicht ein bisschen elektrosensibel ist, merkt auch, dass man in so einem Tagungshaus einige Anforderungen hat. Aber wir schätzen auch sehr, wir können jetzt den Vortrag aufnehmen und mehreren wieder zugänglich machen. Es hat alles seinen Preis. Und ja, man hat festgestellt, wir moderne Menschen, bei uns stimmt oft der Sauerstoffgehalt in den Zellen nicht oder auch unsere Immunzellen sind plötzlich wie gelähmt. Hier kommt das Thema Strahlung wieder zum Vorschein. Strahlung hört man nicht, sieht man nicht, spürt man nicht. Und von daher, ja, mit Mikrowellen hat es ja angefangen, dass Menschen Mikrowellen Essen zu sich nehmen. Und auch da hat man ja festgestellt, das Essen wird einfach verändert. Es entstehen Verbindungen, die sonst nicht entstehen würden. Genau. Wir haben also alle möglichen Abwehrsysteme in uns. Und ich möchte es aber einfach jetzt hier so stehen lassen und das mit den einfachen Worten von unserem Professor Spitz sagen, der hat es mal so schön und plakativ für Laien erklärt. Wenn unser Körper merkt, irgendwas hat uns angefallen und eine Zelle merkt, ich schaffe das nicht mehr. Wir haben mindestens 4 Stufen an Reparaturmechanismen. Und selbst wenn die Zelle untergeht und sagt eben, kann ich nicht mehr. Dann sagt sie aber noch, Nachbarzelle, hilf mir. Und genauso, wenn die auch noch abschmiert, dann kommt ein ganzer Zellverbund, wo vielleicht in Aktion tritt. Das heißt, unser Körper will gesund sein. Wir kriegen wunderbare Anlagen mit und wir sollten uns das auch immer vor Augen halten. Wir können in Gesundheit bleiben. Und da ist wirklich in meinen Augen ein bisschen was verrutscht die letzten Jahre. Wir werden immer mehr in diesen Krankheitsgedanken hingebracht. Und für die Krankheit gibt es ein Mittel. So wie gegen Bakterien gibt es ein Antibiotikum. Und so soll es für jedes Mittel irgendwas geben. Und das ist natürlich für einen Naturheilkundler, wie wir alle sind, eigentlich eine magere Ansage. Da denken wir doch vielmehr ganzheitlich und umfassender. Genau, was haben wir noch? Störungen in der Immunleistung. Viele können überhaupt gar nicht mehr schwitzen, nicht mehr fiebern. Oder es war zum Beispiel auch so, dass es wurde immer alles unterdrückt, eben auch mit irgendwelchen Medikamenten. Und das fand ich im letzten Jahr so spannend. Ich war ja dann vermehrt in der Apotheke. Wir hatten weniger Kranke, wir haben zum ersten Mal Medikamente, die man normal im Winter immer brauchen, gegen Erkältung,
wegwerfen müssen, sind uns verfallen. Tja, was war das? In der schlimmsten Pandemie aller Zeiten? Ich muss ehrlich sagen, ich fand's klasse. Die Leute haben mal Abstand gehalten, wenn sie krank waren. Sie sind mal im Bett geblieben, sie sind zu Hause geblieben. Wie oft habe ich früher schon in meinem Dienst gesagt, also mit ihrer Triefnase ging ich nicht ins Büro, sie stecke ja nur die anderen an. Ruhen sich doch aus, dann sind sie in ein paar Tagen wieder an Deck. Und so wird's verschleppt. Und ich muss ehrlich sagen, das hatte einen Sinn. Also wir hatten im letzten Winter wirklich deutlich weniger solche Sachen. Überlegenswert, genau. Ja, unser Abwehrsystem können wir, glaube ich, damit fast abschließen. Also was haben wir noch? Allergien, wenn das Immunsystem übertreibt oder wir zu steril leben. Und Autoimmunerkrankungen ist ja wirklich ein großes Thema unserer Zeit, wenn sich das Immunsystem also irrt. Das war jetzt ein ganz kurzer Ausflug dahin, halt falsche Richtung. So, jetzt möchte ich eigentlich diesen großen Reigen hier eröffnen, entlang der 6 Säulen nach Deutschem Naturheilbund. Die Natur macht uns stark. Die Natur als Vorbild. Interessant ist, dass Rudolf Steiner auf die Frage, was ist Leben, schon damals geantwortet hat, studieren Sie die Rhythmen. Und wir verlieren eigentlich zunehmend den Bezug zur Natur. Tag-Nacht-Arbeit, Schichtarbeit. Das ist wirklich ein großes Thema in industrialisierten Ländern. Dann diese ganze denaturierte Nahrung, wie ich schon gesagt habe, der Körper als Wohnstätte von Krankheiten. Ja, wir sind irgendwo abgedriftet in ein Krankheitssystem. Und drum, ich kann jeden nur ermutigen, die alle Vereine machen eine wundervolle Arbeit in dem anderen Gedanken, im Gesundheitssystem. Und nicht zuletzt hat auch damals, ich denke, das ging auch auf Alois Sauer zurück, diesen schönen Spruch geprägt, der Natur und dem Leben vertrauen. Vertrauen ist auch eine ganz wichtige Sache. Vertrauen hat jetzt aber nichts so mit blindem Gottvertrauen oder irgendwas zu tun, sondern man sollte so im Vertrauen sein, dass man das Wissen hat. Es gibt wirklich etwas. Es gibt Tragfähiges aus der Natur, das uns immer weiter hilft. So, jetzt schauen wir uns diese 6 Säulen mal nacheinander an. Das ist ein kurzer Gruß vom Gräfenberg, von unserer schönen Quelle. Und ich fand das wirklich, diese Symbolik so schön, wie das Wasser aus diesen Händen kommt. Wasser ist ein Geschenk. Und das sollten wir kostbar achten und immer dankbar sein und wertschätzen. Ja, Wasser von innen und von außen. Also Priestnitz, der hat ja eigentlich, man kann fast sagen, nur mit Wasser geheilt. Er hat die etwas kräftigen auf Schmalkost gesetzt und die klapprigen erstmal aufgefüttert. Aber mehr war da jetzt nicht. Es war eine bäuerliche Kost. Aber ansonsten Wasser, 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 Wasser. Und auch heute wäre das noch ganz arg wichtig. Dieses Entgiften, dieses viel gutes Wasser, reines Wasser trinken, möglichst leeres Quellwasser. Aber wer hat jetzt gerade Quellwasser ums Eck? Das ist also auch meist eine Herausforderung. Wird ja auch schon sehr geraten, das normale Trinkwasser zu reinigen, weil es sehr viel mehr Inhaltsstoffe hat, wie die untersucht werden. Also von daher, gutes Wasser ist wirklich eine ganz wichtige Basis für uns. Möglichst in Glasflaschen, klar. Dann, wenn ich denke, der Herr Dorschner stammt ja aus dem Sanatorium, wo Dauerbrause angewandt wird. Jetzt muss ich gerade gucken, doch, also den Joke muss ich kurz erzählen.
Ich habe eine Nachbarin, die wohnt da noch nicht so lange und die hat neulich, haben wir uns unterhalten, sagt so, was, der Dorschner ist ihr Chef? Ach, den kenne ich auch. Dann habe ich gesagt, der welchen, der Vater oder der Sohn? Und, ah, ich kenne alle. Und dann kam aber eine ganz lustige Story. Sie hatte ganz arg Rückenschmerzen, hat genau gewusst, was ihr nicht bekommen ist. Also das Thema hat sie gekannt, aber sie wollte einfach schnell weiterarbeiten. Dann hat sie ihn im Notdienst angerufen und wollte nur eine schnelle Spritze. So, und jetzt kam aber Dorschner. Dorschner sagt, sie müsse viel trinken und dann müssen sie eine halbe Stunde duschen. Und dann hat sie halt Pien zu anfangen, hat gesagt, nee, also Herr Doktor, ich will und morgen und dann hat er gesagt, ja und ihr Thema müssen Sie auch mal angucken, Sie haben zu viel auf dem Rücken und ja, das weiß ich ja. Und dann hat sie also alles weiter gepinst und wollte ihre Schmerzspritze, aber Dorschner ist hart geblieben und dann, sie hat es wirklich so gesagt, Wasser von innen und von außen. Und nachdem ich auf meine Spritze bestanden habe, hat er gesagt, okay, dann quaddel ich Sie. Dann hat sie gesagt, dann habe ich ja wieder Wasser gehabt. Aber unterm Strich hat sie gesagt, recht hat er gehabt. Mein Thema habe ich schon gekannt und ich habe dann wirklich ein bisschen langsamer gemacht, viel getrunken, viel geduscht und es war wieder gut. Also muss man dann wirklich kleine Kortisone oder Schmerzmittelspritze setzen. Das ist die andere Seite. Genau, kurzer Schwank aus dem Praxisalltag von Gerd Dorschner. Er macht manchmal ein bisschen herbe Ansagen im Dienst, aber wer sie versteht, hat was gelernt fürs Leben und schätzt es dann sehr. Gibt da Leute, die sagen, ich will niemand anderen wie ihn, weil er so handfest ist. Okay, genauso, Priestnitz hat ja seinen Erfahrungsschatz und die Arbeit mit dem Wasser aus der Tierbeobachtung gehabt. Ein krankes Tier geht in fließend Wasser. Dieses Reh, das dann seine verrenkten Knochen da im Fluss gebadet hat. Das war für Priestnitz ja praktisch wie eine Erleuchtung. Oder eben auch der Kältereiz. Da kann ich sagen, wenn man mir früher eine kalte Dusche angedroht hat, da hatte ich schon fast den Schnupfen vom Drandenken. Und dann habe ich mich aber langsam rangetestet. Ich dusche heiß, also wirklich nach Kneipp nie aufs Kalte duschen, sondern erstmal warm sein. Und dann aber einen Kältereiz setzen. Ich halte jede Minustemperatur aus. Ich bin wirklich, habe eine super Abwehr entwickelt durch diesen Kältereiz. Gucken wir weiter zur Bewegung. Alles ist erlaubt. Waldspaziergänge, Radfahren, Trampolin haben wir hier ja noch jede Menge in der Hinterhand. Ganz schön auch tanzen hat auch wieder was mit Rhythmus zu tun, mit Körper, mit Atmung, ja. Oder die Hausarbeit zum Trimpfad erklären. Also manchmal denke ich auch, wenn ich nach Hause komme, und jetzt noch Hausarbeit. Aber dann denke ich mir, okay, bei uns, wir haben alles auf Halbstock. Ja, das ist wie ein Trimpfad. Also bis ich da mit aller Gerätschaft hoch und runter. Man sollte natürlich nur ein bisschen auf die Haltung achten. Aber man hat jede Menge getan. Ich muss nicht mehr ins Sportstudio abends. Wunderbar, ne? Man hat alles greifbar. Wir hatten ja diese schönen Themen auch alle in den letzten Aktionstagen. Die Ernährung, ein weites Feld. Ich denke, es gibt so viele Ernährungsansätze, wie es Menschen gibt. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Stoffwechsel und nicht jede Ernährung tut jedem gut. Das muss man so stehen lassen. Man kann Grundsätze haben, aber man muss wirklich auch gucken, was dem Gegenüber sein Stoffwechsel dazu sagt. Es gibt Menschen, die würden sich wirklich liebend gern rein aus Faserkost oder rein aus Rohkost ernähren, aber ihr Stoffwechsel gibt es nicht her. Dann haben die Gärungsprozesse und sonst was in sich, das tut denen nicht gut, obwohl das super gesund wäre. Also es gibt dann die Typen, die einen vertragen es roh, die anderen brauchen es warm und gedämpft. Also hier bitte drauf achten. Es tut nicht jedem alles gut. Natürlich, die Grundsätze sollte man einhalten, regional, saisonal, wenig Tierisches, kein Zucker vor allem. Dafür lieber den Honig mit allen seinen Schätzen wieder. Ja, hier haben wir ja eine Imkerin aus Mosbach.
ganz wertvolle Stoffe. Die müssen ja alles für ihren Bienenstock perfekt machen. Und als diese Geschenke haben wir alle zur Verfügung. Warum nicht nutzen? Gute Fette und Öle, pflanzliches Eiweiß vor allem. Wir haben zu viel tierische Eiweiße, also pflanzliches Eiweiß. Ich freue mich jetzt schon total auf die nächste Heilpflanze des Jahres. Wer weiß es schon? Die Brennnessel. Eine der größten, also der besten Eiweißlieferanten auf diesem Sektor. Die Brennnessel hat, also ich glaube, 30% Eiweißgehalt. Das ist super. Und wenn man das jetzt noch mit Giersch mischt, das ist nämlich die nächste wichtige Pflanze, die viele nur als Unkraut bekämpfen in ihrem Garten. Ich sage immer, esst euer Unkraut, was Besseres könnt ihr euch gar nicht antun. Das ist so ein Schatz. Ja, bei der Brennnessel, da war es so schön in der Pressemitteilung gestanden, Wertschätzung für eine wehrhafte Pflanze. Da habe ich gedacht, okay, passt doch im Moment in diese Krisenzeit und für mich ein Zeichen, wir bleiben wehrhaft. Genau, und vor allem, wir nutzen diese Dinge. Also ich liebe es wirklich auch von Wildkräutern am Wegesrand zu leben. Wer sich da ein bisschen auskennt, Selbstversorgung aus der Natur, ist ja auch bei uns in Heidelberg entstanden, dieser Zweig, was ganz Wunderbares, sich wieder auskennen in diesen alten Dingen. Und es reicht, wenn man es sozusagen zum Normalen mit dazu gibt. Wir haben ja da drin alle Bitterstoffe, die uns fehlen und eben einen hohen Vitalstoffgehalt. Genau, aber was haben wir halt ganz oft? Wir haben Industriewaren, Fast Food, wir sollten wieder mehr zum Slow Food gehen. Beziehungsweise ich sage immer, Kochen ist sowas Schönes eigentlich, Sinnliches und es ist einfach. Man kann wirklich einfache Dinge schnell zaubern. Nüsse, Samen, Kerne, alles haben wir, Gewürze, genau. Dann, ja, Präbiotika, wenn wir jetzt schon bei der Ernährung sind, Zwiebel, Knoblauch, Haferflocken, Flohsamenschalen, das sind so die Dinge, die könnten wir täglich einsetzen, um unseren Darm zu stärken. Dann Nahrungsergänzungsmittel möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, weil wir haben einen erhöhten Bedarf aus ganz vielen Gründen. Nämlich oft Menschen durch Krankheiten, durch Medikamenten, weil die wieder Vitalstoffe verbrauchen. Oder auch unsere Anforderungen. Wir haben inzwischen eine vierfach erhöhte Anforderung an diesen Stoffen, praktisch die von einem Hochleistungssportler, durch Strahlung, durch Rhythmusverschiebung, durch alles Mögliche. Also hier gilt es auch, sich gut zu versorgen. Ich nenne hier immer gern Zink, Selen, Vitamin, die B-Vitamine, C und D. Das wäre jetzt in diesem Jahr so mein Grundrepertoire für jede Empfehlung gewesen. Oder wenn wir uns auch die Schüsslersalze angucken, Schüssler hat ja schon festgestellt, es ist immer ein Mangel, durch den eine Krankheit entsteht. Also hier bitte auch achten. Okay, dann die Pflanzen. Das ist ja so ein riesengroßes, weites Feld. Nicht nur heilsam, auch nahrhaft. Wir haben fertige Präparate, wir können sie selber herstellen. Wir haben Salbei. Warum sollte einer sterben, solange Salbei in seinem Garten wächst? Gibt es ja diesen Spruch, ich glaube, vom Kräuterpfarrer Künzle. Thymian, das sind Schätze, die gehen mir nie aus. Und das wieder nutzen. Oder was wir jetzt eben schon von der schönen Artemisia gehört haben. Wir könnten uns wirklich am Wegesrand versorgen. Und Frau Professor Kraft hat vorhin so schön gesagt, wir sollten mal so ein paar Säcke Samen dann nach Frankreich bringen, damit es wirklich flächig wächst. Ja, also es gibt jede Menge Ansätze in diesem, auch die Vitalpilze, was wir heute schon gehört haben, von dem Herrn Striednick. Wir haben alles Mögliche, Ingwer, Chili, Zimt, diese Dinge. Dann gibt es noch so einen Spruch,
wenn nichts mehr hilft, dann helfen Harze. Da haben wir noch überhaupt nicht gesprochen drüber. Die Harze hat man auch oft in Kriegszeiten dann verwendet, weil man nichts hatte und dann hat man einfach geguckt, ja, was könnte jetzt noch helfen? Also ganz spannende Ansätze. Dann, wir können die Pflanzen nicht nur als Pflanze nutzen, sondern auch die Öle. Also wir können mit der Aromatherapie genauso viel Wertvolles bewegen wie mit dem Stoff der Pflanze als solcher. Oder eben die Zubereitungen aus der Homöopathie, die Verdünnungen. Schüsselersalz auch hier zu nennen, oder auch morgen wird ja der Herr Dr. Wilkens noch erscheinen, der aus der anthroposophischen Ecke kommt. Der kann noch ganz viel erzählen, auch was Metalle zum Beispiel noch zu bieten haben, auch diese rhythmisierten Stoffe aus der Anthroposophie. So, kommen wir zur nächsten Säule, der Balance. Das ist ein Bild aus der positiven Psychotherapie nach Peseschkian. Das heißt, ein Mensch sollte in Balance leben und möglichst alle Lebensbereiche gut abdecken. Er sollte sozusagen überall zu Hause sein. Und es ist so, Krankheitsbilder entstehen auch oft durch Dysbalancen. Also irgendwas wird überhaupt nicht angeguckt. So, und jetzt, was war aber letztes Jahr statt Balance, war alles geschlossen. Kurzarbeit, keine Kontakte. Wer ist noch in seiner Mitte? Also man musste wirklich viel Energie aufbrauchen, um in seiner Mitte zu bleiben. Aber diese Energie rentiert. Das sollte man wirklich eisern machen. Wir haben viele Gewichtsprobleme seit Corona, sowohl Zunahme wie Abnahme. Angst, Ängste, verschiedene Ängste vor Armut, vor Krankheit, vor Diktatur. Ja, und diese Ängste werden wir auch noch länger bearbeiten müssen, denke ich. Genau, aber auch hier gilt, Ängste soll man anschauen, aber man sollte auch wissen, ich bin nicht meine Angst, sondern ich bin mein Bewusstsein. Also hier haben wir dann, ich sage ja, es ist ein Impulsvortrag, hier sollten wir auch mal wieder an die Salutogenese denken und an diese Resilienz. Es gibt immer äußere Anforderungen, Einflüsse, aber es gibt den inneren, meinen inneren Umgang mit. Ich kann natürlich sofort in Angst und Panik verfallen, ich kann aber auch sagen, okay, so ist es jetzt. Und jetzt gucken wir einfach, wie kann ich gut dadurch? Wo kann ich was tun? Und das halte ich für einen weitaus besseren Ansatz. Wir kommen zur nächsten Säule. Die Umwelt. Ja, hatten wir ja letztes Jahr als Thema. Habe ich ja auch in Esslingen den Vortrag live und in Farbe gehalten. Diese ganzen vielen Begriffe sind jedem klar. Ich würde sowieso immer lieber das benennen als Mitwelt. Es sind einfach diese äußeren Komponenten, mit denen wir jetzt umgehen müssen als moderne Menschen. Wie gesagt, Panik machen gilt nicht, aber sich bitte kritisch mit auseinandersetzen. Man findet heute schon Nanopartikel in Hirnstämmen von jungen Menschen aus Ballungszentren. Finde ich schon spannend, ne? Dann, wir haben Strahlung, Mikrowellen, diese Geschichten. 5G hat uns vor Corona total im Griff gehabt. Davon hört man gar nichts mehr. Die planen schon 6G. Ja, erfährt man gar nichts so offiziell. Aber durch meine Arbeit im Forschungskreis bin ich also hier schon auch immer sehr aktuell. Dass die Industrie 5G braucht, ist mir ja schön und recht, aber wir brauchen es nicht unbedingt für unsere Handys und vor allem nicht Tag und Nacht. Also so viel dazu. Wir haben neue Themen wie das Vorkommen von Graphenoxid. Wir haben Belastungen aus der Luft wie Barium und Strontium. Wir haben Chemtrails, das sollte man sich vielleicht auch mal drüber informieren. Der Himmel sieht wirklich anders aus wie in meiner Kindheit. Dann diese Habanlagen. Da muss ich sagen, da habe ich lang gedacht, vor Rostock im Meer, das ist die einzige Anlage.
Ich bin mal fast umgefallen, wie ich gesehen habe, dass es diese Anlagen weltweit gibt in einem total engen Netz. Das sind militärische Anlagen mit Richtantennen. Also wer sich interessiert, kann sich gerne hier mal weiterbilden. Das ist eine spannende Sache, gerade im Zusammenhang mit diesen ganzen Schwermetallen. Aber wie gesagt, wir wollen uns hier nicht tiefer reinbegeben. Die Problematik kennen wir hier alle im DNB. Drum, ganz wichtig, nie den Humor verlieren. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ne? Das Lachen sollte einem nicht vergehen. Und Lachen ist gesund. Ach, neulich habe ich wieder so was Schönes gelesen. Eine Minute Ärger versaut einem so und so viele Stunden seines Lebens. Aber praktisch eine Minute Lächeln stärkt mich für länger. Das ist bewiesen, sogar wissenschaftlich. Also Lachen tut uns wirklich gut. Humor ist auch in der Therapie ein ganz wichtiger Faktor, weiß die Therapeutin garantiert auch, ne? Es bringt schon eine gewisse Verbundenheit und eine Leichtigkeit rein. Also von daher ist es immer mal wichtig, jemanden auch durch ein Lachen zu stärken. Wenn ich aber merke, dass jemand irgendwie so einen ganz schweren Tag hatte, dann versuche ich denn für irgendwas zum Lächeln zu bringen, indem ich was sehr lob oder sehr, und dann merkt man mal wirklich, wie der Mensch sich verändert. Das ist so schön und wie das dem gut tut. Ja, Körper, Seele und Geist gehören zusammen und dieses Bild hat mir also wirklich sehr gut gefallen. Unser Herz ist das Tor zur Seele. Die Herzintelligenz ist sozusagen die Chefin. Und der Verstand, der motivierte Mitarbeiter. Also im Intellekt, in unserem Hirn, haben wir ja alles dieses lineare Logische. Und die Intuition, das ist sozusagen unser Herz, das ist komplexer, das ist umfassender. Und wie oft spüren wir doch wirklich, dass irgendwas nicht stimmt. Da merken wir hier so ein Unwohlsein. Genau, es gibt mehr neuronale Verbindungen vom Herz zum Gehirn als vom Gehirn zum Herzen. Und die Herzraten Variabilität, die ja ein Arzt wirklich messen kann, ist ein Maß für die Gesundheit eines Menschen. Das Herz produziert Wohlfühlhormone. Und es hat eine elektromagnetische Funktion. Deshalb dieses schöne Bild, wenn man sich das vorstellt, diese elektromagnetischen Wellen, die ein Mensch ausstrahlt, die überlappen sich ja dann auch irgendwo. Und das wäre so für mich eine schöne Vorstellung, dass das auch unsere Verbindung zum Universum darstellt. Also für mich ist der Mensch in seiner ganzen Schöpfung wirklich ein wahres Wunderwerk. Das sind die Buchempfehlungen, interessante Bücher, die ich jetzt zu diesem Thema herangenommen habe. Das war ganz lustig, dass ich über Natura Naturans, diese Ausbildungsstätte in München, wo ich sehr viele Vorträge schon erlebt habe, über die kam schon die Buchempfehlung von dem Dr. Wilkens, den ich da auch mal erlebt habe als Referent, Corona natürlich behandeln. Also das ist wirklich ein ganz schönes Buch, das die komplette Situation so ein bisschen mit einbezieht. Und eben dann der Rosina ihr Buch, dann unten, das sind so mehr, wenn man therapeutisch mitarbeiten will, vielleicht noch Anregungen sucht. Und dann, ich denke, Sucharit Bhakti ist schon eine Stimme in unserer jetzigen Zeit. Er erklärt sehr sachlich, ruhig und informativ. So, aber ich möchte eigentlich zum Thema Gesundheit jetzt nochmal den großen Schwerpunkt lenken, nämlich zu dem Lieblingsgedanken von dem Heidelberger Philosophen Hans-Georg Gadamer, der mit 50 das letzte Mal beim Arzt war. Und man sieht es ja, er wurde 102 Jahre alt, hat praktisch bis kurz vorm Tod Vorlesungen an der Uni Heidelberg gehalten, wo Herr Dorschner ihn noch live und in Farbe erlebt hat.
Seine Definition von Gesundheit steht in dem Büchlein über die Verborgenheit der Gesundheit. Und das hat er geschrieben, da war er schon weit über 90. Also hier steckt Lebenserfahrung drin. Gesundheit ist eben überhaupt nicht ein sich fühlen, sondern ist Dasein, in der Welt sein, mit den Menschen sein, von den eigenen Aufgaben des Lebens tätig und freudig erfüllt sein. Dieser Gedanke berührt mich jedes Mal im Innersten und ich denke auch jedes Mal wirklich an jeden einzelnen Naturheilverein, weil ich denke, das sind alle Menschen, die in diesem Sinn und diesem Geist arbeiten. Ja, und mit dem Bild möchte ich abschließen. Wir haben jetzt kurz als Impuls ganz viel über die Schätze der Natur gehört. Wir wissen, es gibt zu allen Zeiten Krisen, es ist immer ein Auf und Ab. Es wird immer Licht und Schatten geben, gut und böse. Aber und verschiedene Ansätze, und das ist wichtig, die Wahrheit liegt immer dazwischen. Jeder hat einen anderen Erfahrungsschatz, einen anderen Wissensstand, wie auch immer. Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sind immer individuell und keine Bewertung von außen ist eigentlich zulässig. Also bitte die Dinge so stehen lassen. Offenheit für alles wäre hier jetzt wichtig, dass wir den ganzen Schatz annehmen und jeder für sich das Beste draus macht. Und ich bin in vollkommener Überzeugung, dass diese Krise, die uns jetzt alle ein Stück weit geschwächt hat, dass aber die Naturheilkunde unbedingt gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird. Und dazu wünsche ich allen viel Erfolg und gutes Durchhalten. Vielen Dank.